Die Lausanne-Fans guten Mutes, was die Revanche gegen Freiburg angeht. Gästecoach Zennhäusern muss auf Topscorer Bückhoff verzichten, der fehlt wegen einer Gehirnerschütterung. Freiburg trotzdem mit dem besseren Start nach 7 Minuten, Motte mit Übersicht. Radgeb macht das 0:1. Yannick Radgeb mit Saisontreffer Nummer 8. Dieser weckt dann vor allem den Ehrgeiz des Heimteams. Und Niklas Danielsson gleicht postwendend aus. Serviert bekommt er den Pöck pfannenfertig, wenn auch unfreiwillig von Freiburgs Verteidiger Schild. Nach 10 Minuten Gotteron mit einem Mann mehr. Rewe. Ryan Gardner. 1:2. Gestern trafen die Freiburger dreimal in Überzahl. Heute kommt früh ein weiteres Powerplay-Tor hinzu. Freiburg nach 20 Minuten vorne und die Gäste bleiben das bessere Team. Lausanne kommt nicht raus. Ngoi. Und es steht 1:3. Torschütze erneut, Ryan Gardner. Er lenkt vor Ue noch ab. Etwas Druck entwickelt Lausanne im nächsten Powerplay, das dann auch gleich von Erfolg gekrönt ist. Etienne Froidevo verkürzt 3 Minuten vor Drittelsende. Doch Fribourg-Gotteron lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und Greg Maldin zaubert den Puck vorbei an Ue ins Tor. 2:4, 38. Minute. Ein sehenswertes Tor zum Abschluss des Mitteldrittels. Im Schlussabschnitt läuft Lausanne lange vergeblich diesem 2-Tore-Rückstand nach. Cenazzi 2 Minuten vor Schluss erneut verkürzen kann. Cenazzi im Powerplay erfolgreich. Doch das ein Muster ohne Wert. Den neuen Schwander macht 17 Sekunden vor Schluss alles klar. Freiburg hat einen neuen Lieblingsgegner, schlägt Lausanne zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden.